Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick bei wunderschönem Wetter und in diesem Video geht es um mein letztes Video. Viel Spaß damit. So ihr Lieben, Patrick hier wieder und mein letztes Video ist schon 4 Wochen her und das ist eine Sache, die einfach gar nicht geht und deshalb melde ich mich an dieser Stelle. Und worum es in diesem Video gehen soll, ist, wie du es schaffst, deinen Traumpartner zu finden und was dabei absolute Voraussetzung ist. Denn es gibt eine Sache, die von sehr vielen Menschen immer wieder vernachlässigt wird, immer wieder, ja, kompensiert wird, mit versucht durch Zweisamkeit zu kompensieren. Und was aber der Grund ist, warum sie gegebenenfalls irgendwann sterben werden und nie den Richtigen oder die Richtige in ihrem Leben finden. Die absolute Voraussetzung, um den richtigen Partner zu finden, ist, dass man sich selbst erkennt. Bevor du dich nicht selbst erkannt hast, und das, ich sag's immer wieder, es stand über dem Apollo-Tempel von Delphi, es ist eine jahrtausendealte Tradition, es gibt im Judentum, im Sohar, gibt es ein Buchband, das heißt Lech Lecha, das heißt so viel wie schau in dich oder geh in dich selbst. Und warum ist das so wichtig? Wir alle sind individuell, wir alle haben individuelle Stärken, wir haben individuelle Schwächen. Wir alle haben individuelle Wünsche, individuelle Ziele, wir haben individuelle Vorlieben, wir haben individuelle Sachen, mit denen wir resonant gehen und welche, mit denen wir das nicht tun. Wir haben Menschen, die wir sympathisch finden, andere, die wir nicht sympathisch finden. Solange, wie du dich selbst nicht kennst, wirst du nicht den Partner an deiner Seite suchen, der zu dir passt. Denn du wirst nicht wissen, was zu dir passt, wenn du nicht weißt, wer du bist, sprich, was dir gefällt, sondern du wirst dich an dem Standard orientieren, den die Gesellschaft dir vorgibt. Sprich, bei Frauen könnte das sein, naja, mein Mann, wie soll er sein? Er soll einen sicheren Job haben, das ist wichtig. Vielleicht gutes Geld nach Hause bringen, bisschen was im Köpfchen soll sich mit meiner Familie verstehen, das ist wichtig. Und irgendwie sowas. Und bei Frauen ist es dann, also bei Männern in Bezug auf Frauen ist es dann oft, ja, sie soll gut aussehen, vielleicht die und die Haarfarbe haben, sich mit meinen Freunden gut verstehen und lustig sein, vielleicht tolle Augen haben und so weiter. So, der Punkt ist, solange du dich an den Standards der Gesellschaft orientierst, wirst du Frauen bekommen oder auch Männer, von denen du glaubst, dass sie gut an deine Seite passen, weil du es rechts und links in den Medien und sonst wo überall hörst. Ne? Beispiel Schönheitsideal. Mein Traumpartner sollte schlank sein oder meine Traumpartnerin sollte 90, 60, 90 haben. Das sind Konditionierungen, die so verdammt tief in unserem Kopf sind, dass es uns schwerfällt, uns überhaupt davon zu trennen. Aber noch vor gut 100 Jahren war das Schönheitsideal der Frau, dass sie übergewichtig war und einfach sehr blass. Denn das Übergewicht sprach dafür, dass sie gut situiert ist, sprich, dass sie nicht auf dem Feld arbeiten, dass sie genug zu essen hatte und so weiter. Und dass sie blass war, sprach dafür, dass sie nicht auf dem Feld arbeiten musste. Also eine vornehme Dame war, die dann tagsüber auch zu Hause sein konnte, wenn sie wollte. Das heißt, noch vor 100 Jahren hätte ich dieses Video, was ja technisch nicht möglich ist, aber hätte ich dieses Video noch vor 100 Jahren gedreht, dann wäre das Schönheitsideal der Frau nicht 90, 60, 90 gewesen, sondern halt korpulent und blass. Und vor 100 Jahren, und das ist heute nur noch schwer greifbar, weil dieses Bild so tief im Kopf ist, dieses Ideal so tief im Kopf ist, aber vor 100 Jahren wäre es so gewesen, dass die übergewichtigen Frauen die gewesen sind, die dann so durch den Club gegangen sind und irgendwelche Männer so arrogant angeguckt haben, weil sie wussten, ich bin der Shit. Aber sie dachten nur, dass sie der Shit sind, weil die Gesellschaft sagt, dass wenn sie korpulent sind und blass, dass sie der Shit sind. Das ist so. Und heute ist es so, dass Frauen, die übergewichtig sind, nicht mehr selbstbewusst oder vielleicht sogar arrogant sind, sondern im Gegenteil, oftmals genau das nicht sind, weil die Gesellschaft sagt, dass sie falsch sind, so wie sie sind und sie doch bis in 90, 60, 90 jetzt haben sollten, bis die Marketingindustrie wieder was anderes für hip erklärt. Und genau das ist das Problem, denn ich bin lange durch die Welt gegangen und hatte dann meine Freundin versucht, mir vorzustellen, wie sollte sie sein und hab gar nicht gemerkt, wie sehr ich indoktriniert wurde von dem Idealen, die durch die Gesellschaft, durch die Werbung, durch die Medien etc. in meinem Kopf gepflanzt wurden. Wie paradox ist es, Liebe ist nur messbar in uns selbst, wie paradox ist es, dass
man sich die Vorstellung macht, dass ein Mensch so und so aussehen muss, damit ein Gefühl in einem entstehen kann. So. Gefühle sind der Natur nach irrational und lassen sich nicht in ein Muster pressen. Entweder das Gefühl in dir entsteht oder es entsteht nicht. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Aussehen oder mit sonst was. Wer von euch hat schon mal einen Menschen angefangen zu lieben oder war verliebt in einen Menschen, der eben nicht dem eigenen Typen entsprach, den man eigentlich hat? Und das werden wahrscheinlich sehr viele diese Erfahrung schon gemacht haben, oder vielleicht kennt jeder jemanden, der diese Erfahrung schon gemacht hat. Und da liegt doch der Hase im Pfeffer. Denn das ist genau der Grund. Wir müssen uns von unseren Vorstellungen trennen, wie unser Traumpartner sein soll, um überhaupt erstmal die Möglichkeit zu haben, ihn zu finden. Denn wenn wir aufhören, kognitiv unsere Checkliste abzuhaken, versteht sich mit meiner Familie, sieht gut aus, kann ich Spaß mit haben, sondern nur noch als einzige Checkliste, als einzige Messlatte unser Gefühl nehmen dafür. Wie schlagen wir emotional aus, wenn diese Person bei uns ist? Wie geht es uns mit dieser Person? Was macht diese Person mit uns? Wenn wir das als Messlatte nehmen dafür, wer die oder der Richtige ist, dann werden wir dazu neigen, auch den oder die Richtige zu finden. Denn wir haben uns getrennt von unserem Gedanken, die uns sagen, so und so müsste uns sein, die wiederum ganz oft durch die soziale Konditionierung kommen. Und fangen an, auf das zu achten, was wirklich wichtig ist, und zwar das, wie wir uns dabei fühlen. Denn es steht schon im Märchen Der kleine Prinz, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, denn man sieht nur mit dem Herzen richtig. Und das klingt so, wenn man das hört, in erster Linie, ne, es klingt so, ich kann mir denken, was der eine oder andere denkt, aber so ist es leider. Oder was heißt leider? So ist es halt. Ne? Und ich habe das nie verstanden. Wie soll ich denn jetzt mit dem Herzen sehen und mit den Augen nicht? Und das ist doch paradox. Aber genau das ist der Punkt. Wir müssen gucken, was passiert hier, wenn wir einen Menschen treffen. Und ich habe gemerkt, je tiefer ich in das Thema eingetaucht bin, umso weniger waren es, umso intensiver habe ich mich in der Anwesenheit von Frauen gefühlt und umso mehr habe ich mich zum Teil auch erschrocken, bei was für Frauen dieses Gefühl in mir auslösen. Und zwar waren das ganz oft Frauen, bei denen ich niemals gedacht hätte, dass das passen könnte. Aber genau das waren denn die Frauen, wo, ne, es ist halt so. Also das Allerwichtigste, wenn du deinen Traumpartner kennenlernen willst, Step Nummer 1, hör auf deine Gedanken zu hören, achte auf dein Gefühl. Step Nummer 2, oder Step Nummer 1, die Reihenfolge ist, du musst dich selbst erkennen. Du musst dich selbst erkennen, denn nur wenn du weißt, wer du wirklich bist und was dir persönlich wirklich wichtig ist und nicht irgendwelchen Medien oder der Werbung oder sonst was, dann wirst du auch einen Menschen finden, der resonant ist zu der Person, die du wirklich bist. Das soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und einen wunderschönen Tag. Genießt das traumhafte Wetter. Macht es gut. Bis dahin. Adios.